Feldeffekt-Transistoren. Im Grunde könnte ich jetzt quasi die letzten 4 Kurseinheiten nochmal bringen. Einfach mit Feldeffekt-Transistoren statt Bipolar-Transistoren, weil die ganzen Grundschaltungen funktionieren gleich, die ganzen Ideen sind gleich. Es gibt halt kleine Unterschiede, wie die exakte Definition ist, wie dieser Bauteil sich verhält, aber die Grundidee, dass wenn ich die Sachen so zusammenschalte, dann kriege ich dieses und dieses Phänomen, die sind gleich. Also die Symbole für die Feldeffekt-Transistoren, es gibt verschiedene Arten von Feldeffekt-Transistoren, wir schauen uns jetzt mal nur die MOSFETs an, diese Symbole schauen so aus, die Selbstsperrenden ist auch nicht so wichtig, und ich habe wieder 3 Anschlüsse, diesmal heißen sie nicht Diesmal heißen sie nicht Collector, Basis, Emitter, sondern Drain, Gate und Source. Aber das soll uns ja nichts weiter interessieren. Bei einem Bipolar-Transistor haben wir, was ich sage, der Strom, der bei der Basis hineingeht, der gibt vor, wie groß der Strom zwischen Collector und Emitter ist. Bei einem FET sage ich jetzt, die Spannung zwischen Gate und Source. Und wichtig, Gate, da kann kein Strom hineinfließen. Das verhält sich wie ein sehr, sehr kleiner Kondensator. Den kann ich umladen, wenn ich dort die Spannung ändere, aber da fließt nicht wirklich Strom. Und die Spannung zwischen Gate und Source, die gibt den effektiven Widerstand zwischen Drain und Source vor. Und man sieht, man erhält ein ähnliches Verhalten. Nicht? Beim Bipolar-Transistor, wenn ich da die Basis-Emitter-Spannung steigen lasse, dann wird die Collector-Emitter-Strom steigen. Das habe ich natürlich genauso, dass wenn ich die Gate-Source-Spannung steigen lasse und ich die Drain-Source-Strecke irgendwie vorspanne, dann wird der Drain-Source-Strom steigen, einfach weil dieser Widerstand kleiner wird. Und so kann ich eben, genauso wie wir eine Emitter-Schaltung gemacht haben, kann ich eine Source-Schaltung machen. Genauso wie wir eine Collector-Schaltung gemacht haben, kann man eine Drain-Schaltung machen. Nach dem gleichen Funktionsprinzip, mit dem wir gerade vorhin einen Stromspiegel aufgebaut haben, kann ich einen Stromspiegel machen aus 2 solchen MOSFETs. Stellt sich natürlich die Frage, warum brauche ich dann überhaupt MOSFETs, wenn eh alles gleich ist? Weil kein Strom fließt im statischen Zustand. Das ist ein Vorteil. Warum brauche ich dann Bipolar-Transistoren? Kann man eh wegkommen. Wolltest du sagen? Nur einen anderen Grund, warum man MOSFET haben will. Dadurch, dass es ein Widerstand ist, kann ich, wenn mir der Spannungsbefall zwischen Kollektor und Emitter noch nicht klein genug ist, beim Transistor habe ich Pech. Hier nehme ich einen größeren MOSFET oder mehrere parallel oder was auch immer. Und auf einmal sinkt der Spannungsabfall vielleicht schon. Das ist ein großer Vorteil von den MOSFETs, dass ich, wenn ich mir einen Leistungs-MOSFET anschaue, dann habe ich dort, weiß ich nicht, 0,02 Ohm oder sowas Widerstand, wenn er voll eingeschalten ist. Also wenn ich damit irgendwie einen Motor oder so betreiben möchte, ich muss mich anstrengen, dass das Kabel von meiner Steckdose zu meinem Gerät einen ähnlich kleinen Widerstand hat wie der MOSFET, mit dem ich das durchschalte. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie große Ströme zu schalten, das ist ein großer Vorteil, weil ich dann praktisch keinen Spannungsabfall habe. Und beim Bipolar-Transistor, diese 0,2 Volt, die kriege ich nicht weg zwischen Kollektor und Emitter. Also das ist ein großer Vorteil von MOSFETs und darum werden MOSFETs unter anderem sehr, sehr gerne eingesetzt zum Schalten von Leistungen. Also an der Endstufe von einem Verstärker zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwelche Motoren ein- und ausschalten möchte, eben um diese Versorgungen zu schalten. Interessanterweise werden die gleichen Grunddevices, MOSFETs, auch sehr gerne in ICs eingesetzt. Aus dem anderen Grund, den du gesagt hast, dass nämlich da kein Strom fließt. Ich muss keinen Strom hineinschicken beim Gate, um den offen zu halten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ich da irgendwie meinen Chip habe und auf dem Chip sind irgendwie 1 Million Transistoren. Im Schnitt ist die Hälfte davon zu jedem Zeitpunkt leitend, dass ich quasi was machen kann, weil ich sagen kann, du leitest jetzt, das ist eine einmalige Aktion, dass ich diesen Kondensator umlade und danach ist der eben offen.
Dort habe ich aber eigentlich nicht diesen Vorteil, dass die, dass ich ein kleines RDS-on habe. Also das ist natürlich, sind alles Hausnummern, nach, je nachdem welchen Prozess ich verwende, aber es ist durchaus üblich für so ein Digital-IC, dass ein MOSFET auf dem IC drinnen, auf dem Prozessor, was auch immer, im eingeschalteten Zustand hat er 20 Kilo. Ist dann so, das würde man jetzt in der Alltagssprache nicht als einen leitenden Transistor bezeichnen. Das ist 20 Kilo, aber im ausgeschalteten Zustand hat er noch einen viel, viel größeren. Und es funktioniert dann schon. Warum? Weil der nur wieder verwendet wird, um andere MOSFETs zu steuern, und die brauchen eh keinen Strom oder nicht viel Strom. Gut, also das sind die Vorteile von den MOSFETs. Warum brauche ich jetzt überhaupt Bipolartransistoren? Geht schon alles. Wenn man den MOSFET jedes Mal aufladen muss und da Energie zum Umschalten reinstecken muss, wird es wahrscheinlich noch in der Anwendung energieintensiver sein, wenn man jedes Mal den MOSFET umladen muss. Ja, das hängt natürlich ab von der Schaltfrequenz, aber da gibt es ja noch diese eigenen MOSFET-Treiber, die halt nur dafür da sind, ganz schnell diese kurzen Stromspitzen zu erzeugen, die man braucht, um ein MOSFET umzuladen. Mit 1 bis 2 Ampere. Ja, aber eben nur einen großen Puls, aber der fetzt ordentlich rein. Ihr erinnert euch, wie wir die Leistung gemacht haben. Da haben wir diese Leistungsanpassung gehabt. Wer weiß noch, was Leistungsanpassung ist? Hat was zu tun mit den Innenwiderständen und den Lastwiderständen. Da haben wir gesagt, wir haben eine lineare Quelle mit einem Innenwiderstand, weiß nicht, RI. Und dann, die hängen wir jetzt in den Last an mit einem Lastwiderstand, RL. Und die größte Leistung kommt daraus, wenn die gleich ist. Und wir haben uns gefragt, was haben wir uns gefragt? Widerstand man die maximale Leistung entnehmen kann. Genau, bei welchem Widerstand ich die maximale Leistung auf der Last habe. Also ungeachtet jetzt davon, was ich jetzt noch in meiner Quelle vernichte, in diesem Innenwiderstand. Und da ist man drauf gekommen, wenn diese beiden Widerstandswerte gleich sind, ist die Leistung der Last am größten. Wenn der Lastwiderstand urgroß ist, fließt einfach kein Strom. Und ohne Strom gibt es keinen Transport von Leistung. Wenn der Lastwiderstand urklein ist, fällt keine Spannung ab. Und nachdem eben Leistung Strom mal Spannung ist, habe ich dann vielleicht meinen Kurzschlussstrom da durchfließen, aber der heizt nur die Quelle auf, aber nicht die Last, weil an der Last fällt da keine Spannung ab. Und genauso ist das jetzt auch mit diesen Transistoren. Wenn die voll eingeschaltet sind und irgendwie diese 0,02 Ohm oder vielleicht noch weniger haben, dann wird dort eigentlich keine Leistung umgesetzt. Wenn die voll ausgeschaltet sind und irgendwie zig Megaohm haben, fließt kein Strom, wird auch keine Leistung umgesetzt. Aber nachdem in der Natur irgendwie nichts diese großartigen Sprünge macht, naja, außer in der Quantenmechanik, da sind wir schon ziemlich nahe dran, aber, aber zumindest für die analogen Signale ist das nicht so leicht, gibt es einen Übergangsbereich, wo wir noch nicht eingeschaltet sind, noch nicht ausgeschaltet sind. Und dort werden diese MOSFETs heiß. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich oft schalte, dann muss ich schauen, dass ich dieses Umschalten möglichst schnell habe, dass ich möglichst schnell aus dieser Zone raus bin, wo der Transistor gleichermaßen noch von Strom durchflossen wird, aber Spannung an ihm abfällt. Und dann brauche ich diese Urargentreiber, die irgendwie mehr zig Ampere kurze Stromspitzen liefern können. Nur um die, ja, je nachdem was für ein MOSFET ist, paar vielleicht Nanoampere bei einem Nanofarad beim größeren Leistungs-MOSFET umzuladen. Und halt ganz, ganz schnell. Und dafür braucht man die Bipolartransistoren? Das ist zum Beispiel eine Anwendung für Bipolartransistoren. Bipolartransistoren sind relativ schön, wenn es wirklich darum geht, mit Strömen direkt zu arbeiten. Weil das eben sehr nah auch dieser Definition von, was ist ein Bipolartransistor, das ist ein Stromverstärker und so.
obwohl ich auch eine Stromquelle bauen kann mit diesen Dingen her. Aber wenn man in die Details geht, es gibt ja auch verschiedene Arten von FETs. Es gibt die MOSFETs, es gibt die JFETs und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese Kennlinienfelder anschaut, die haben alle gewisse Eigenheiten, die halt mal in dieser oder jener Schaltung vorkommen. Der Hauptgrund, warum ich hier jetzt mit Bipolar-Transistoren alles aufbaue und jetzt lernen wir kurz die MOSFETs, ist, weil das einfach die Art und Weise ist, in der ich die Transistoren gelernt habe. Das ist die Reihenfolge. Und die gebe ich jetzt euch einmal weiter. Ist das das nächste, kommt in die Röhren? Ja, Röhren machen wir nicht. Aber die Röhren sind den MOSFETs nicht unähnlich. Also den zwischen Röhre und Bipolar-Transistor muss man ein bisschen umdenken, aber Röhre und MOSFET ist fast gleich, nur dass halt bei der Röhre du irgendwie Gate-Spannungen brauchst, die halt in, weiß nicht, 100 Volt sind und mehr, und die meisten MOSFETs kann man schön irgendwie mit 10, 12 Volt durchschalten. Es gibt welche, die können mit 5 Volt voll durchschalten. Was brauche ich, um einen Bipolar-Transistor durchzuschalten? 0,6 Volt. Ja, das ist zum Beispiel ein Unterschied, nicht? Wenn ich eine Anwendung habe, wo das vielleicht nicht so leicht ist, dass ich jetzt irgendwie sage, ich kriege die 5 Volt zusammen, die ich brauche. Es gibt aber andere, es gibt MOSFETs, die mit weniger Spannung auch schon arbeiten. Das heißt, das verschwimmt so ein bisschen. Das heißt, dann haben wir dann in den CPUs haben wir dann MOSFETs drinnen? Ja. Die arbeiten ja inzwischen auch schon mit sehr geringen, ja, Spannungen. Da gibt es eine interessante Entwicklung. Am Anfang waren quasi die meisten digitalen Halbleiter in so TTL-Technologie, was im Grunde Bipolar-Transistoren heißt. Und dann kam dieser Schwenk hin, also zuerst PMOS, dann NMOS, dann CMOS, aber im Wesentlichen alles mit solchen FETs. Und dann ist man eben drauf gekommen, wir hatten ein bisschen dieses Problem, was ich vorher jetzt kurz angedeutet habe, so ein eingeschaltener MOSFET, ein ganz kleiner, nicht einer, der einen IO-Pin ansteuert, sondern einer drinnen auf dem Chip. Wenn der eingeschaltet ist, hat er halt seine 20 Kilo-Ohm RDS-On. Also RDS-On heißt einfach nur der Widerstand zwischen D und S, Drain und Source. Und das wird abgekürzt als RDS-On. Und damit will ich jetzt das nächste Gate wieder laden. Und manchmal gibt es Signale, die haben ein sehr, sehr großes Fanout. Da habe ich irgendwie ein Gate, und also ein Gatter. Und dieses Gatter soll irgendwie 1000 andere Gatter einschalten. Dann habe ich ein bisschen Probleme mit diesem FET. Dann kam man auf die Idee, wir machen Bi-CMOS. Wir machen eine Technologie, wo wir für die Gatter selber CMOS verwenden. Da haben wir all die super Einstellungen von CMOS. Und am Ausgang vom Gatter machen wir dann quasi noch einen Bipolar-Transistor, damit da viel Strom rauskommt. Und das sind halt, wie das halt ist bei der Chip-Entwicklung, sind halt unglaubliche Ressourcen eingeflossen in dieses eine Pilotprojekt. Wir wollten einen speziellen Power-PC-Core machen. Und die Firma ist dann überholt worden davon, dass die Core-Spannungen immer weiter gesunken sind. Weil BCMOS funktioniert irgendwie super, bis man irgendwie auf diese 1,2 Volt Versorgungsspannung kommt, weil da verliert man noch ein bisschen was, bis man an einen kritischen Stellen im Chip ist, und dann kriegt man einfach nicht mehr die 0,6 Volt zusammen, die man braucht, um so einen Bipolar-Transistor durchzuschalten. Und diese Technologie war quasi kurz gehypt, als in 3 Jahren wird die kommen und alles wird besser, und 3 Jahre später war irgendwie alles auf 1,2 Volt umgestellt und niemand hat... Also ich habe das nie in Production gesehen, aber angeblich gab es ein paar Chips, die in diesem Bi-CMOS gemacht worden sind. Bei den Röhren hättest du uns vielleicht anschaulich erklären können, warum der Emitter Emitter heißt. Heißt der bei den Röhren Emitter? Ich bilde es mir ein, weil er die Elektronen emittiert. Ja. Weil das habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, warum Emitter und Kollektor so heißen. Ich denke gerade nach. Ich glaube, die ganzen Sachen, die ich über Röhren habe, da weiß ich gar nicht, was die englischen Begriffe sind. Oh ja, Grid. Das Gitter, der heißt Grid, der Anschluss. Mhm. Weiß ich aber auch noch vom Grid-Dipmeter. Ja, müsste man nachschauen. Aber von der Grund, also quasi, wenn ich mich jetzt nicht interessiere für die Physik in dem Bauteil,
sondern was von außen passiert, ist eine Röhre und so ein MOSFET-Transistor sehr, sehr ähnlich. Nur, dass halt bei der Röhre ich deutlich höhere Spannungen brauche, um sie ein- und auszuschalten. So, ich habe noch eine... genau, und es gibt natürlich wieder in zwei Varianten, hier sind sie N-Kanal und P-Kanal, und beim N-Kanal-MOSFET brauche ich halt eine positive Gate-Source-Spannung, also da muss das Gate ein hohes Potenzial haben gegenüber Source, damit der Transistor offen ist. Und bei einem P-Kanal muss das Gate ein niedriges Potenzial haben gegenüber Source, damit der Transistor offen ist. Wobei niedrig und hoch in dem Sinn nicht automatisch heißt niedriger und Höhe R. Darum haben wir hier dieses selbstsperrend. Das ist, wenn diese Linien hier unterbrochen sind. Und wenn sie durchgezogen sind, sind sie selbst öffnend. Und da geht es einfach nur darum, was ist denn eigentlich, wenn Gate und Source-Spannung genau gleich sind? Ist er dann noch offen oder ist er dann quasi schon zu? Und die selbstsperrenden, da ist quasi, wenn Gate und Source genau gleich sind, da ist er zu. Und ich muss dann wirklich eine positive anlegen. Und bei einem selbstöffnenden, da ist er quasi dann offen. Und dann muss ich eine negative anlegen, damit ich ihn aktiv sozusagen schließe. Also das ist dann, entspricht quasi diesem komplementären Konzept von NPN und PNP. Und noch ein Unterschied gibt es zwischen den MOSFETs oder FETs im Allgemeinen und Bipolartransistoren, nämlich wenn ich jetzt sage, es gibt ein hohes Gate-Source, das ist eher auf dem Chip interessant, es gibt nämlich noch einen vierten Anschluss, einen Bulk-Anschluss, aber den zeichnet man nie hier. Einen Bulk-Anschluss, den vierten Anschluss, und der ist eben immer hier mit Source verbunden. Aber generell kann ich quasi mit einem N-Kanal-MOSFET, da kann ich jetzt sagen, okay, Gate-Spannung hoch gegenüber Source-Spannung, dann Leiter da, aber nur dann, wenn Drain auch auf einem niedrigen Potenzial ist. Also ich kann dann quasi hier Strom durchschicken, aber ich kann schlecht hohe Potenziale mit einem MOSFET, mit einem N-Kanal-MOSFET durchschalten. Da brauche ich dann diesen P-Kanal-MOSFET. Aber das hat eben damit zu tun, wo dieser Balkanschluss verbunden ist. Also wenn der so wie hier mit Source verbunden ist, dann gibt es keine globale Masse, auf die man sich bezieht. Aber wenn man sich mal anschaut, wie CMOS funktioniert, wenn Sie einfach auf Wikipedia schaut, und CMOS, und dann sehen Sie diese komplementäre Logik, da werdet ihr sehen, da wird immer ein N-MOS-Transistor verwendet, um gegen logisch 0 zu schalten, und immer ein P-MOS, um gegen logisch 1 zu schalten. Und das hat eben damit zu tun, dass ich, wenn ich diesen Balkanschluss wirklich auf dem Substratbalk liegen habe von allen Transistoren, dann kann ich mit einem N-MOS-Transistor nur ein Potenzial schalten, das niedrig ist, und mit einem P-MOS nur ein Potenzial schalten, das hoch ist. Gut, ich glaube, das war jetzt der Crashkurs zu MOSFETs. Wobei ich glaube, die Sachen, die ich jetzt mal gesagt habe über Chips, die braucht sie alle gar nicht. So, dann schließen wir das schnell ab. Welchen Vorteil haben MOSFETs für Leistungsanwendungen? Also wenn man jetzt irgendwie Motoren schaltet oder so? Da spart sich im Endeffekt den Spannungsabfall. Also diesen Spannungsabfall, den ich habe, der halt bei höheren Leistungen ein Problem ist. Das heißt, der MOSFET, der verhält sich einfach viel besser wie ein idealer Schalter, als das ein Bipolar-Transistor ist, wenn wir solche Leistungssachen haben. Gut, welchen Vorteil bietet das in integrierten Schaltungen, wenn wir ganz kleine Versorgungsspannungen haben? Ja, wir können durch die Widerstandsnatur irgendwie komplett auf die Versorgungsspannungen ziehen. Ja, weil das ist bei Leistungsanwendungen wieder interessant, bei den integrierten eigentlich gar nicht so sehr. Aber der Vorteil ist hier, ich kann eben auch mit sehr, sehr kleinen Spannungen arbeiten. Ich habe nicht diese magische Grenze von da gibt es 0,6 Volt und alles, was ich mache, braucht mindestens diese 0,6 Volt. Praktische Anwendungen macht die meisten MOSFETs bei 0,6 Volt auch noch nicht wirklich was tun. Integriert, wenn sie nicht,
Also es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, Analog-PCs zu machen, die mit 0,9 Volt Versorgungsspannung arbeiten. Und da hast du auch ja, Op-Amps und alle möglichen Sachen. Also da sind schon viele Fets drinnen. Und gerade wenn du ein Gatter zum Beispiel hast, dann kannst du ja nicht nur sagen, ich habe da einen Transistor, sondern um ein UND-Gatter zu machen, brauche ich die Möglichkeit, dass ich drei Transistoren übereinander stecke. Also ein NAND oder ein NOR. Und je nachdem, beim einen stecke ich zwei NMOS und dann sind die PMOS parallel, beim anderen stecke ich zwei PMOS und die NMOS sind parallel. Das heißt, aber das muss ich irgendwie ausgehen auf meinem Spannungsbudget, dass ich quasi sage, ich kann solche Aufbauten machen mit nur 0,9 Volt externer Versorgungsspannung. Das heißt nicht, dass 0,9 Volt bis zu dem Gatter kommen. Und das geht halt nur mit MOSFET. Da habe ich keine Chance mit Bipolartransistoren. Aber wieder, das ist mir wurscht, wenn ich den Chip sozusagen verwende. Da schaue ich dann bei solchen Sachen ins Datenblatt. Die haben nämlich eh auch keine Transistorschaltung im Datenblatt, die man noch verstehen könnte, sondern die sagen, das verraten wir euch nicht, das ist unser Geheimnis. So tut es das, was ich von ihm möchte. So. Also die haben dann eine Gate-Source-Spannung von 0,3 Volt oder was? Ja. Oder weniger auch? Ich weiß es nicht, also man müsste nachschauen. Dazu muss man sich aber registrieren bei den Fabs, damit du die Beschreibung kriegst von den Transistoren. Das gibt es nur auf ICs, auf diskreten, mit diskreten Bauteilen weniger oder schon? Ich habe keine Ahnung, aber du kannst auf DigiKey mal eine Bauteilsuche machen und schauen, wie weit runter die Werte gehen. Ich glaube nicht, dass du 0,3 Volt finden wirst, weil ich nicht glaube, dass solche Sachen dann noch ESD-sicher und so sind. Mhm. Also ich glaube, das ist dann schon auch nur gedacht auf eine Anwendung, wo alles, was dorthin treibt, selber auch nur in der Lage ist, irgendwie einen Bruchteil eines Mikroamperes zu liefern und niemand darf da mit einem Finger ankommen, der irgendwie vorher in der Nähe von einem Pullover war. Aber ich weiß es nicht. Also es kann gut sein, dass es solche Bauteile auch diskret gibt. Schauen auf die Wiki. Gut, wir haben ein paar Übungen, die wir jetzt natürlich nicht machen, wie die ganzen Übungen, die wir heute gehabt haben. Also Schaltbahn und eine Source-Schaltung. Wesentlich eine Mittelschaltung, dass man einen anderen Transistor einbaut. Das Ganze dann mal simulieren und dann schauen, wo sind die Unterschiede zwischen diesen Dingen. Da beim Simulieren sollte man schauen bei den Bipolar-Transistoren. Wenn man da einfach den Standard-Bipolar-Transistor nimmt, hat man meistens schon einen ziemlich guten Match für den Transistor, den man so an der Lade herumliegen hat. Weil die nämlich von den groben Charakteristika, die leiten, wenn die Basis-Emitterspannung 0,6 Volt sind und so weiter, sind die alle sehr, sehr ähnlich. Da gibt es keine großen Schwankungen. Bei den FETs aber gibt es riesige Schwankungen. Haben wir vorher gesagt, es gibt FETs, die kann ich einschalten mit irgendwie 3 Volt oder 5 Volt, die sind voll durchgeschalten. Und da gibt es andere, da brauche ich irgendwie 20 oder 30 Volt Gate-Source-Schaltung, damit die voll einschalten. Und wenn ich jetzt im Simulator quasi einfach nur irgendein Symbol nehme, das ausschaut wie ein FET, dann wird das sich in der Regel völlig anders verhalten als den FET, den ich in der Lade rumliegen habe. Wenn ich das Standard-Symbol nehme für einen Bipolar-Transistor, dann wird sich der sehr gut so verhalten, wie das baut in der Lade, weil die eben sehr viel ähnlicher sind von diesen wesentlichen Kriterien. Natürlich gibt es Unterschiede, Stromverstärkung ist anderes, Maximalstrom, also diese Grenzwerte sind andere. Aber das ist halt, was man aufpassen soll, wenn man simuliert, dass man aufpassen soll, welchen FET habe ich jetzt genau und nicht einfach irgendeiner und die werden schon alle gleich sein, das sind sie nämlich leider nicht. Gut, und dann halt noch, dass man das für andere Schaltungen macht, als nur Source-Schaltung und Emitter-Schaltung, dass man das mal sich überlegt und dann simuliert und schaut, wo sind die Unterschiede. Gibt es Schaltungssimulatoren, die auch das Aufheizen der Bauteile simulieren? Das Aufheizen der Bauteile, also ich wüsste nicht das. Die Wärmeleitfähigkeit auf die Umgebung. Das ist ein bisschen schwierig, genau, weil du, die Transienten-Simulationen, die du machst normalerweise, sind ein Zeitraum, der zu kurz ist, als dass der Bauteil sich sinnvoll verändern würde. Also wenn du irgendwie jetzt einen Radioempfänger hast und du sagst, ich will simulieren, wie sich der aufheizt, dann müsstest du den eben nicht nur für irgendwie ein paar Schwingungsperioden simulieren, sondern für mehrere Sekunden und der Simulator rennt dann eben quasi mehrere Tage oder länger, nur um festzustellen,
ja, wenn ich Leistung umsetze, werde ich irgendwann warm. Das heißt, was du eher machst, ist, dass du schaust, wie viel Leistung werde ich denn im Schnitt umsetzen, und dann nimmst du diese Information, dann setzt du die ein in den thermischen Widerstand von Die zu Gehäuse, von dem Transistor, von Gehäuse zu Kühlkörper, von Kühlkörper zur Umgebung. Da steht in den Datenblättern die jeweiligen Bauteile drinnen. Dann weißt du, um wie viel dein Die wärmer ist als die Umgebung. Und dann setzt du in die Simulation diese Temperatur ein. Aber dieser Prozess des Aufheizens selber, der passiert in der Realität so viel langsamer als die Intervalle, die man normalerweise simuliert, dass das wenig Sinn machen würde, den quasi so mitzusimulieren. Ja, sonst irgendwelche Fragen noch? Sonst machen wir jetzt unsere H-Bridge und dann sind wir fertig. Und ganz kurz noch auf das einzugehen, was du vorhin als strategische Nachfrage, also ich habe jetzt bei Fahrenheit nachgeschaut, die Datenblätter, wenn man wirklich schaut, was gibt es an G-Source-Spannungen, mit denen dann wirklich ein RDS angemessen wird. Man findet zwar ein oder zwei mit unter einem Volt, aber das ist einfach ein Abschreibfehler aus dem Datenblatt. Okay. Und bei allem, was sonst ist, also ab 2 Volt kann man irgendwie von einem On reden. Okay. Vielleicht bei 1,5 noch, aber drunter ist es normal. Also und das sind nur 4 Bauteile im Ganzen. Ich glaube, ich habe 1,8 gefunden auf die Wiki. Ja, ja, das, also das ist ja schon fast 2 Volt. Über 1,5 ja. Fand irgendwie am Aber da sehen wir ja auch schon, wir haben jetzt einige Schaltungen schon kennengelernt, wo man zum Beispiel sagt, wir wollen uns unsere Spannungsbereiche einteilen und wollen quasi sagen, das ist dort und das ist dort. Und wenn wir jetzt quasi sagen, wir wollen eine Schaltung machen, die mit 5 Volt versorgt wird, dann ist das quasi schon ein relativ breiter Teil dieses Spektrums, den man da belegen muss. Also zu den Unterschieden noch zwischen den. So, schauen wir uns das letzte Ding für heute an. Eine H-Bridge. Also wir haben hier eine Last, sagen wir einen Motor, und wir wollen jetzt diesen Motor mal in die eine und mal in die andere Richtung drehen. Und das ist halt eine sehr häufige Anwendung von Leistungs-MOSFETs, dass man solche H-Bridges damit aufbaut. Und dann geht man einfach her und macht im Grunde was ausschaut wie zwei Gegentaktstufen, sind nicht wirklich zwei Gegentaktstufen, sondern es sind mehr so Source, also was das MOSFET-Portout zur Emitterschaltung ist, sind zwei Source-Schaltungen. Aber wir sehen hier quasi, eine Seite von dem Motor geht auf diese beiden MOSFETs und da habe ich ein Steuersignal. Wenn dieses Steuersignal auf High ist, dann leitet dieser MOSFET. Das heißt, mit einem High am Control kann ich diesen Pin von dem, oder Pin oder Anschluss von dem Motor auf Ground legen. Wenn dieses Steuersignal aber auf Low geht, dann habe ich hier keine nennenswerte Gate-Source-Spannung, aber ich habe hier eine nennenswerte Gate-Source-Spannung und dann leitet der hier. Das heißt, mit Control auf Low schließe ich den Ausgang von dem Motor auf High. Und jetzt schauen wir uns die zweite Seite an. Bei der zweiten Seite ist genau gleich aufgebaut, aber wir haben hier ein Control mit einem Strich drüber. Und der Strich drüber heißt invertiert. Das heißt, wir brauchen davor schon irgendeine Schaltung, die darauf achtet, dass wenn ich hier 0 habe, mache ich hier 1. Wenn ich hier 1 habe, mache ich da 0. Dann sind sie immer gegengleich. Und damit kann ich jetzt diesen Motor, wie ich möchte, in die eine und andere Richtung laufen lassen. Weil ich kann quasi über dieses Transistorpaar den Anschluss auf Ground legen und über diesen Transistorpaar den oberen Anschluss auf die Versorgungsspannung und dann fließt der Strom so durch die Last. Drehe ich es aber um, kann ich mit diesem Transistorpaar den unteren Anschluss auf die Versorgung legen und mit dem Transistorpaar den oberen Anschluss auf die Masse und dann wird natürlich die Last so von Strom durchflossen. Aber kein Motorsymbol, oder? Nein, das ist das allgemeine Symbol für einen Verbraucher. Und früher war es, glaube ich, primär für eine Lampe. Okay. Aber ausschalten geht nicht. Das ist meine nächste Frage. Wie kann ich es ausschalten? Ja, indem ich Control und Control quer nicht gehen, also nicht gehen setzen. Genau.
Und dann lege ich beides auf Masse oder beides auf Plus und. Genau. geht aber nicht bei 500 Volt Versorgungsspannung, oder? Das hängt davon ab, was du für Sachen hast. Also du meinst jetzt, dass, weil du da 500 Volt Kontrollspannungen brauchst? Möglicherweise, ja. Also ja, dann brauchst du halt High-Side-Treiber und so. Also das ist jetzt quasi die einfache Art, das anzusprechen. In der Praxis, hier habe ich jetzt N-Kanal und P-Kanal MOSFETs verwendet. Was man oft auch findet, ist, dass man quasi hier vier N-Kanal MOSFETs hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann, um diesen N-Kanal MOSFET durchzuschalten, brauche ich an dem Gate-Anschluss von dem etwas, was über der Versorgungsspannung ist. Und da gibt es eben eigene Bauteile, die nichts anderes machen, als so eine Spannung zu erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Das Wichtige ist, dass ich hier nicht viel Ladung brauche dahinter. Ich brauche nur diesen kurzen Ladungsschub, um den Gate-Kondensator umzuladen. Und da gibt es eben eigene Bauteile, mit denen ich das machen kann. Dann kann ich aber diese beiden Transistoren natürlich nicht mehr zusammenschließen. Wenn ich die Gates dann hier verbinde, dann mache ich hier was über der Versorgungsspannung ist, dann ist der durchgeschaltet, aber der ist rechts. Und dann setze ich zwar hier Leistung um, aber der Motor ist daran nicht beteiligt. Das ist oft nicht das, was ich haben möchte. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten von dieser Schaltung, aber die Grundidee ist immer die gleiche, dass ich vier Transistoren habe, einen Transistor, mit dem ich einen Anschluss auf Ground legen kann, einen Anschluss, mit dem ich den Anschluss auf High legen kann, also die Versorgungsspannung, und dann einen zweiten Paar für den anderen Pin von meiner Last. Und wie genau jetzt die Ansteuerung ist, das ist dann eben von H-Bridge zu H-Bridge unterschiedlich und das ist eine mit quasi komplementären MOSFETs. Es gibt keine komplementären MOSFETs, aber... Gibt es beim Übergang, kann es dann ein Problem geben, weil wenn der eine langsamer umschaltet als der andere? Ja, darum muss man schnell schalten. Also da sollte man nicht zu zaghaften Kontrollsignalen hineinfahren. Nein, aber du musst jetzt auch nicht Unmenschliches leisten, weil da sind ja überall Leitungen beteiligt und die haben auch eine gewisse Induktivität und diese Induktivität erlaubt es der Versorgung sowieso nicht, sprunghaft auf einmal da einen kurzen Puls durchzuschicken. Ich weiß es jetzt nicht, wie es ist, wenn man da Lasten schaltet, weil ich ja nichts mache mit Energie, aber ich weiß es von Digitalchips, wo man das gleiche Problem hat, wenn ich einen CMOS-Inverter habe und das ist de facto ein CMOS-Inverter. Ja, ich mache das, lege ich auf High, dann geht das auf Low. Dann lege ich auf Low und dann geht das auf High. Und wenn ich so einen CMOS-Inverter habe und ich schalte um, dann gibt es quasi auch so einen kurzen Augenblick, wo so ein Querstrom durchschießt. Und die beiden großen Verbraucher sozusagen in CMOS-Schaltungen sind erstens mal wirklich der Umladestrom, den ich brauche, um von Millionen und Abermillionen Transistoren die Gates umzuladen, weil auch wenn das alles ganz, ganz kleine Kapazitäten sind, in Summe, und wenn ich das Ganze mit ein paar Gigahertz mache, fällt da schon ordentlich Strom durch. Und das Zweite sind wirklich diese Umschalt-Querströme, die kurz fließen können. Hoffentlich heutzutage nicht mehr Ledge-Ups. Also wenn man sich irgendwie einen 4004er anschaut, dort war der Hauptverbraucher, war Ledge-Up, weil die noch nicht genau gewusst haben, wie sie die Geometrien so kontrollieren, dass sie nicht parasitäre Bipolar-Transistoren machen. Wäre das eine Möglichkeit, wenn man die Steuersignale nicht so gut hinkriegt, dass man dann absichtlich Induktivitäten einbaut, damit... Also bevor ich da absichtlich Induktivitäten... wir haben sowieso in einem Lastfahrt, wenn das ein Motor ist, eine riesige Induktivität, und die macht uns sowieso schon genug Probleme. Aber... bevor ich da jetzt Induktivitäten einbaue, würde ich eher vier Steuersignale machen. Und einfach richtig getimed zuerst dort ab und dann erst dort einschalten. Darf ich was passiert, wenn da so viele Induktivitäten im Spiel sind, haben wir in der Heavy Machinery, glaube ich, noch ein Beispiel. Also ein schöner Sprung quer auf den Chip. Ja, es entstehen dann auch Spannungsspitzen, das ist blöd. Ja. War da noch ein Sieg. Ja,
Ich weiß nicht, wie viele von den Beispielen wir noch rumliegen haben. Wir haben ein paar davon provoziert. Aber es war wahrscheinlich eher ein thermisches Problem. Nicht. Nein. Funke oder was? Nein, es war irgendwas mit Verbindung zum Motor, hat einen Wackelkontakt. Und dann fließt da der Strom und kann auf einmal nichts mehr hin. Und man hat sich gedacht, dann geht halt durch den Chip durch. Ja. Das hat dann den Chip nicht so gern wollen. Darum mache ich nichts mit Leistung. Okay, gut, ich glaube, wir sind durch für heute.